ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Dahinter liegt der Grabeingang. Ich höre nichts außer dem ratlosen Murmeln des Magiers und dem wütenden Selbstmitleid des Kriegers. Dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben, grenzt an ein Wunder. Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Bastard. Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Dahinter liegt die Grabkammer. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Sie hängt genau außer Reichweite. Das war Haruns Dolch. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Unser Seil, wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Eine Rolle verband. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm? Tretet zurück. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern! Das läuft ja hervorragend. Entspann dich.
Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Jetzt ist die Klinge klebrig. Hier, kleb damit das Bein. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alric? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin, wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh! Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alric, kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Ihr sagtet einst, die Maske sähe nicht aus wie eine Maske. Nein, sie hat die Gestalt von zwei Tentakeln mit Kinderhänden. Im Ernst? Aber gut, dann ist das hier wirklich nur eine dreckige Silberschale. Ich sollte es erst einmal aufheben. Das sollte reichen. Ein Räucherstäbchen. Es riecht würzig. Und süß. Das ist bestimmt magische Myrrhe. Ihr als Tochter eines Kalifen müsst das doch kennen. Mein Vater mochte keine schönen Dinge. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Ich nehme das Räucherstäbchen und die Schale. Bei denen. Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für allemal schlagen. Ayal! Ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt! Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling.